Ich muss irgendwie da durchkommen. Ne, Aufzug. Der nach unten fährt, kracht hier durch und dann sind wir unten. Oder nicht. Ja. Ah, hier kann man hier hoch, okay. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit mehr Wucht nach unten befördern. Mehr Wucht. Okay, wir sind auf der anderen Seite der Tür. Und hier oben finden wir jetzt irgendwas schwer. Keine Ahnung, Früchte. Irgendwas Schweres. Patronen und was zum Lesen. Let's uns eine Geschichte anhören. Oder so. Oberkommando an Agent. Stop. Trinity ist besorgt. Stop. Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel. Stop. Sabotage der Operation der Achsenmächte unabdingbar. Stop. War noch eine andere Person oder Gruppe an dieser Insel interessiert? Ich habe jetzt keine Zeit für diese Frage. Oder diese Frage zu klären, je nachdem. Wie man liest und ob man richtig liest. Wie viel in so einen zweiten Weltkrieg rein interpretiert wird manchmal, ist voll lustig. Also wie viel sich da drumrum ausgesponnen wird. Hier, hallo? Mr. Verwest und Mrs. Verwest. Wir ziehen den Aufzug wieder hoch. Oh. Guck mal einer an. Das zählt jetzt alles nicht. Hä? Oh, da geht's hoch. Ich muss die anderen Teile lockern. Wie? Lockern? Was? Lockern? Die Zahnräder oder was? Das Ding voll unten durchkracht. Ist eine super Idee. Ist eine super Idee. Würde ich auch so machen. Ah, okay. Ich glaube zu denken, dass ich weiß, was ich tun soll. Wir ziehen den jetzt noch hier hoch. Dann gehen wir wieder runter, während der Aufzug hochkommt. Dann gehen wir auf Etage 3? 3 Viertel? Ich muss nur noch 3 lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Ein normaler Aufzug würde doch jetzt schon wieder fallen, ey. Erzähl mir doch nichts. Hier drüben ist anscheinend noch so eine Station. Die habe ich übersehen. Schrotflinte. Okay, einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen. Einen noch und der Aufzug fällt einfach voll nach unten durch. Eigentlich müsste jetzt schon voll nach unten durchfallen. Hm?
Wie kommt man denn dahin / ran? Das war ein bisschen knapp. Da oben muss man daran. Ich muss mir den Weg fragen. Ja, aber jetzt. Jetzt komme ich doch trotzdem nicht da hoch. Was soll denn das? Ja, das bringt ja nicht viel. Ach, Mist. Jetzt fällt nur noch eine lebensmüde Aktion ein. Aber die waren ja oft gefordert in solchen Spielen. Hat geklappt. Und das Ding rasselt voll nach unten durch. Das war's. Ich glaube, das hat funktioniert. Ich glaube, ich konnte den Aufzug jetzt frei bewegen. In Gänsefüßchen. In Anführungszeichen. Wenn du das unter frei bewegen nennst, ey. Aufzählst. Definieren Sie frei bewegen. Es fällt. Ach komm. Draußen sind auf jeden Fall zwei Gegner. Spinnt. Und eine kleine Kiste. Waren das Geschenke für die alten Herrscher von Yamatai? Oder hat... Bestimmt. Verdammt nochmal, wa? Was zum Teufel oder wer zum Teufel war das denn wieder? Da. Axt-Exekutionskill. Okay, hier rechts scheint so ein kleiner Bonusraum zu sein. Hier gibt es erstmal Bergungsgut, ganz wichtig. Und Erfahrungspunkte. Und Munition. Aber Munition haben wir noch. Wir nehmen ja fast nur den Bogen. Thank you.
Okay, jetzt wird's. Okay, hier ist es. Jetzt wird's langsam kritisch. Weil gegen so einen Uniwächter, bin ich jetzt so scharf drauf, dagegen zu kämpfen. Alter. Das Vieh schnappt gleich hoch in der Mitte. Wir kriegen einen Katana. Kriegen wir jetzt einen Katana? Nimm das Katana mit. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Es ist wunderschön. Ach, das ist so. Ich hab. Nee, es ist schon ein Katana, aber ein abgebrochenes. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Wesenden Körper. Das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Auch nicht so eine Musik. Scheiße! Ich muss sofort hier raus. Zündet die Ladungen? Hat jemand gesagt, zündet die Ladungen? Macht mal keinen Mist hier, Jungs. Das ist vorgerückt, hä? Du Vorverrückter. Hau ab. Und, the man mit dem Breakeisen-Gum. Zack, Kopfschuss. Auch bei dem. Und auch bei dem. Okay, der letzte hat ganz funktioniert. Aber gleich, aber gleich, aber gleich, aber gleich, aber gleich. Hey, was ist denn das für einer? Na, jetzt aber. Muss ja mal klappen. Okay, die mit Helm sind nach wie vor mit Helm. Ja, wer stirbt? Du stirbst, so sieht's nämlich aus. Nein! Erstmal nachladen.
Sag mal, kannst du mich mal kurz in Ruhe lassen, bitte? So knapp. Ja, jetzt komm noch mal her. So, jetzt kriegst du so ein Ding in die Fresse und du kriegst auch so ein Ding in die Fresse. Da hinten, da kriegt auch so ein Ding in die Fresse. Zack, so. Und du kriegst auch so ein Ding in die Fresse. Meine Herren. Wählerisch. Beuten Sie 100 Gegner und 200 Feinde aus. Okay. Über ein Lagerfeuer würde ich mich jetzt freuen. Oh. Lava scheint es ein bisschen zu warm zu sein. Ach so, ich hätte springen, ja. Ich dachte schon, hä, was ist das lang? Naja. Wir machen mal ein Experiment. Mal sehen, ob ich am Ende noch weiß, also am Anfang der nächsten Aufnahme noch weiß, ob ich hier springen musste. Mal sehen, ob ich das raff. Bis später.